Ja, unsere liebe Nachbargemeinde Iffelberg hat uns ja eingeladen. Der liebe Kollege Hubert Kreuß hat uns nominiert. Verpflichtet. Und wer gedacht hat, dass jetzt Ferien sind, wenn die Leute zusammenbringen, oder dass der Vizebürgermeister im Rathaus ist und der das nicht mitbringt, der hat sich natürlich schwer getäuscht. Weil wir haben eine Frau Koller, wir haben einen Christian Ewald, die gestern in der Früh, nur bevor ich sagen habe, können wir was machen und ob wir es überhaupt machen, schon gesagt haben, das läuft. Genau. Alles ist vorbereitet. Insofern stehen wir also hier. Und ja, trinken unser Bier, rein Sie, danke Herr Kollege. Und ich glaube, die Voraussetzungen haben wir alle erfüllt. Ja, kalt, ja, kann man sagen, gell? Es wird immer wärmer, aber es ist noch kalt. Water, über die Wasserhöhe war nichts gesagt. Gell? Wir stehen ja doch fast bis zur Hüfte, ja, sagen wir, bis zu den Knien im Wasser. Wir stehen ja im Nichtschwimmerbereich. Also ich bin da an der tiefsten Stelle, gell? Der Ewald, der ist ja fast, da ist ja schon Ebbe. Bei mir ist Flut. Ja, nur kein Sturzwasser bis zum Hals. Bei mir ist Flut und dann Cold Water, Wasser klar. Grill, hier, habt ihr schon. Challenge, Herausforderung ist es natürlich immer. Und gerade in den Ferien haben wir 20, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Stadträte immerhin zusammengebracht. Also das ist doch nicht schlecht. Jetzt, das Ganze muss ja einen sozialen Charakter haben, also wir spendieren. Wir haben uns auf 800 Euro haben wir uns geeinigt, die wir hier der Penzberger Tafel zugutekommen lassen wollen. Dann des Weiteren müssen wir drei weitere Nachfolger nominieren. Wir machen natürlich das für Gemeinderäte. Wir haben gedacht, Murnau. Ja, Murnau ist doch die Wahl, oder? Dann natürlich eine Nachbargemeinde, Feuerwerk. Und dann noch eine Gemeinde, der ich mich verbunden fühle, weil ich dort meine ersten Lebenstage verbracht habe, nämlich Benediktbeuern. Also die Gemeinderäte Benediktbeuern, Gemeinderäte Gemeinderat von Murnau. Ja. Das ist jetzt einmal der offizielle Teil gewesen. Jetzt würde ich sagen, Prost! Also, wir bedanken uns natürlich erstmal recht herzlich für die Nominierung von unseren Kollegen vom Bauhof in Geretsried. Dr. Bauer hat ja schon alles gesagt, was es zu sagen gibt über die Örtlichkeiten, wo die Sache jetzt stattfindet. Nominieren werden wir, bleiben ganz in der Gegend. Erstens bei unsere Kolleginnen vom städtischen Kindergarten in Rheingau. Die freuen sich berichtet. Bestimmt ganz toll. Dann bleiben wir nunmehr in der Gegend, in der Nähe zum Bauhof. Denken wir, die haben ja erst viel Wasser gehabt. Ganz viel Wasser bis in den Keller habe. Das ist also das Kommunalunternehmen der Stadt Penzberg, wo wir als nächstes nominieren. Herr Fügertshofer wird sich da bestimmt was einfallen lassen. Dann haben wir natürlich, haben wir ja vor vielen, vielen Jahren auch viele andere Kolleginnen und Kollegen noch gehabt, eine Einrichtung in Penzberg, die ganz wichtig ist. Die jetzt halt nicht mehr Angestellte der Stadt Penzberg sind, aber wir sind froh, dass wir es gerade haben. Das ist das Klinikum in Penzberg. Stellvertretend an Herrn Rauschmeier, glaube ich, als Geschäftsführer. Ich denke, das macht aber dann die Personalratsvertretung das organisieren. Recht herzlichen Dank und auch nochmal Prost. Prost. Aber jetzt trinkt man nochmal. Gut, wir gehen jetzt an den Strand. Ich hab das Gefühl, da müssen wir keiner was.